Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 23. Part von Bully the Iron Runde. Wir legen uns erstmal eine Runde schlafen in unserem wunderschönen Smoking. Ah ja, der Schlaf, der einzige Ort, an dem Jimmy Hopkins endlich mal seine Ruhe hat. Und dann klingelt auch schon wieder der Wecker. Und ich bin mega pissed. Oh, sei ruhig, du komische Sekretärin, Alter. Die kotzt mich so an. Geh mal lieber Gravel Snitch seine Snitch lutschen, ey. Nee, kotzt mich schon wieder an. Wir werden natürlich jetzt erstmal wieder auf den Unterricht warten, wie immer. Wo haben wir denn dann die nächste Mission? Ist direkt hier, okay. Aber jetzt erstmal auf den Unterricht warten. Was machen wir so lang? Hey. Ja. Du Opfer. Bin ich weggeschuckt, Alter. Ich bin so ein krasser Typ. Wollen wir kurz mit dem Skateboard? Zack, dann hier rüber. Dann wieder ins Skateboard. Ja, ich zeig dir mal kurz, wie es geht, wenn man hier gescheit abhaut und dann... Oh, hallo, LG. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich habe mich da nur hingelegt, weil ich dir Hallo sagen wollte. Oh, Moment. Ah, das ist mein Stuhl gescheit. Meine Kopfhörer sind schon wieder so verwirrt. Jungs, hier. Total krasse Aufnahme, wo ich mich richtig darauf vorbereitet habe. Verpiss dich! The world is mean! I do. Take a bath, Greaser. Okay. Hier, nimm die Rosen, halt die Fresse und küss mich. Jetzt küss mich. Scheiß auf den Unterricht. Yeah! Geilo! Mehr Leben! Mehr Leben! Oh, wir haben draußen Unterricht, also wahrscheinlich Arbeitslehre. Ja, okay, ist jetzt gut. Jungs, Jungs, Mädels. Ist gut. Was wollen... Alle wollen hier, dass ich für die Botengänge mache. Also ich bitte euch. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie der... Was weiß ich was vom Dienst, der hier eure Boten... Ich bin kein Postbote oder sowas. Aber alle kommen sie. Allesamt. So, Arbeitslehre, Arbeitslehre, Arbeitslehre. Schalten wir zwar nur ein neues BMX frei, was jetzt nicht so krass ist, aber ist ja nicht so schlimm. So. Ja, ja, schwänzen, ne? Ich bin ja nicht auf dem Weg in den Unterricht. Nee, nee. So, Arbeitslehre Nummer 4 müsste das sein. Ja. Ah, verdammt. Gescheit hinsetze hier. Alles klar. Gute Laune. Super. So, Arbeitslehre verkacken wir meistens fast. Ich glaube, jetzt haben wir noch nie komplett verkackt. Aber meistens verkacken wir es fast. Ist echt super. Fuck. Falsche Richtung. Ich dachte, es würde in die andere Richtung losgehen. Weil ich mache das schon immer, bevor es überhaupt losgeht. Weil sonst sagt es irgendwie, nee, zu spät. So, dann A-Spam. Alles klar. Kriege ich hin. So, in die andere Richtung drehen. Klappt super. X-Spam. Klappt natürlich geilon. So. B-Spam. Okay, das ist jetzt neu. Wow. Da geht Jimmy Hopkins aber hier richtig rein. Mit dem Schweiß, mit dem Brenner, wie auch immer das Ding. Oh, fick dich ins Knie. Letzter Versuch. Alles klar. Jetzt weiß ich aber schon mal die Reihenfolge in etwa. Das heißt erstmal so. A-Spam. Das funktioniert super gut. So, dann das Ganze so rumdrehen. Dann X-Spam, dann B-Spam und dann das Ganze nochmal in die Richtung wie gerade eben, glaube ich. Hoffe ich zumindest mal. So, hier mit dem Schweißbrenner da, Hanne. Heißt das Ding so? Keine Ahnung. Wird schon richtig sein. Dann drehen. Und sag mir bitte, dass das war. Yep. Natürlich bin ich wirklich geschickt. Und damit haben wir Arbeitslehre Nummer 4 abgeschlossen, ein neues BMX freigeschaltet, das wir nie benutzen werden. Wobei das schon, also das sieht schon krass aus, ne? Also, wieso können wir uns hier nicht einen Scooter herstellen? Das wäre doch cool, wenn man jetzt bei der 5. Stunde Arbeitslehre sich einen Scooter herstellt. Das wäre schon geil. Aber nun gut, das werden wir rausfinden, wenn wir das nächste Mal Arbeitslehre haben. Denn jetzt beginnen wir erstmal die nächste Mission. So, als ich auf Skateboard sitze und hier den perfekten Zeigewehr der fasteste Boy of Life ist. Boah, da bin ich ausgerutscht. Bin ich ausgerutscht. Krass. Das ist krass. Das schockt mich jetzt total. Zack, und kommt Doppeljump. Ah, der Doppeljump klappt nicht. Der Doppeljump ist nicht möglich. So, rein hier. Schauen wir mal, was für eine Mission sich denn hier befindet. Peace, Alter, entschuldigen. Ich brauche mich nicht entschuldigen. Ich bin der krasseste Typ, Alter. Okay, oben bei der Sekretärin. Da haben wir letztes Mal unser Geschenk abgeholt. Hoffentlich nicht wieder ein Geschenk. Melde dich beim Rektor, ja, das musste ich schon öfter und jetzt anscheinend noch einmal. Ah,
Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school with its bullies and sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith! Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, man. Die Schuluniform war eh scheiße, Alter. Nein, wir sind von der Schule verwiesen worden. Beziehungsweise noch nicht vom Gelände, weil unsere Mutter uns nicht abholen kann. Aber vom Unterricht sind wir verwiesen worden. Du wurdest der Schule verwiesen, da steht's auch nochmal. Während wir versucht haben, uns bei den Schülern beliebt zu machen, hat Gary sich bei dem Rektor beliebt gemacht. Und sitzt damit am längeren Hebel. Er hat's also, ja, ich würde schon fast sagen, geschafft, die Schule zu übernehmen. Er ist der nächste Schülersprecher. Nächste krasse Typ. Und wir starten jetzt die nächste Mission, reingeplatzt, Nummer 1. Hey Jimmy, how you doing? Terrible, everybody hates me. Everybody might hate you, but everybody laughs at me. Yeah, that's true. Those kids are jerks anyway, but I tried. I know! I mean, I tried to do the right thing, make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me, and now I'm a joke. It was Gary, it must have been. I know, I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon, then I'm out of here. How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is townie kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Well, we've gotta find out what's going on. Come on! Okay, but if we're gonna take on those townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. He'll be at his house at Old Bulworth Vale. I'll be a virgin until I die. Also wenn Algie uns schon beleidigt als Loser, dann müssen wir echt was tun. Aber Jimmy Hopkins, der Dominator, hätte hier beinahe aufgegeben. Aber zum Glück haben wir Petey noch auf unserer Seite. Unser langjähriger, langjähriger ist falsch, aber unser längster Kumpane, sag ich jetzt mal, der immer noch an unserer Seite steht, auch wenn wir jetzt eben der unbeliebteste Schüler auf dieser Schule sind. Er steht uns bei, also man muss schon sagen, PD ist echt ein korrekter Dude, auf jeden Fall. Und jetzt holen wir also Russell ab, beziehungsweise reden mal mit ihm und fragen, ob er uns helfen will, die Städter zu verprügeln. Denn die haben uns das Ganze ja eingebrockt mit den Ratten, mit den Pokalen und keine Ahnung. Und das kann natürlich nicht sein, ne? Also da bin ich ja schon ein bisschen pisst und muss jetzt übelst verprügeln. So, wo ist denn der? Wo wohnt denn der Typ? Der wohnt ja voll weit weg. Ah, da oben. Okay, irgendwo hier rein und dann hier. Hier. Hey! Russell! Hulk, komm mal raus! Steig auf den Scooter, alles klar. Russell hat sich hier sein krasses Bike geschnappt. Hulk auf dem Bike und wir driven jetzt hier mit dem Scooter. Kein Helm. Wie kriege ich denn? Wie würde ich denn einen Helm kriegen?
Ah, man kann hupen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! So, wir sind jetzt hier. Boah, Russell schwingt seine Faust. Russell ist richtig mad und will irgendwas zerstören. Kann ich ihn natürlich verstehen. Denn ich meine, es ist Hulk. Hulk muss zerstören. Hulk muss zerstören. Weg da. Wir sind hier unterwegs auf der krassesten Mission, die es jemals gab. Da kommen irgendwelche alten Leute und wollen sich mir in den Weg stellen, aber nicht mit Jimmy Gott, der Motherfucker, der Dominator, Smoking Man Hopkins. Opfer, Alter. Scheiß Schumule, ich bin hier der King. Oh, was war das? Ich denke, dass wir da irgendwas kaputt gegangen haben, Scooter. Aber egal. Ist ja nicht meiner, ist ja Russell seiner. Von wem ist gut, aber echt gut mit Russell mithalten, ne? Wo er hier sein krasses Bike aufgemotzt hat. Aus dem Weg. Aua, der hat mich einfach... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich... Ja, du fällst zurück. Ja, kann ich gerade auch nicht anders machen, denn... Moment, schnapp mich mal kurz. Dann wehre ich mich. Du bist nämlich kurz außer Gefecht. Steig auf und go. So, man muss ja mal kurz hier der Polizei zeigen, wer hier der King ist. Ich bin nicht nur der King of the School, sondern der King von Bullworth Town. Der unbeliebte King von Bullworth Town, aber ich bin wenigstens der King von Bullworth Town. Außen weg. Also außen weg, Alter. Außen weg. Ich schwöre, das heißt nicht weg, es heißt weg. Wenn Jimmy Hopkins das sagt, dann ist es so. Ich bin nicht nur King of the School, King of Bullworth Town. Ich bin auch King of the Duden, Alter. Was wollt ihr machen? Sheesh. So, wie lange fahren wir denn jetzt hier? Wir fahren jetzt zu den Townies, schätze ich mal. Weg. Die Townies haben keinen Schiss vor jemandem, der auf dem Scooter kommt. Jetzt haben wir auch keinen Unterricht mehr, Mann. Ich wollte doch Biologie noch beenden. Was jetzt? Sind wir da? Kein Problem für Hulk. Hulk braucht keinen Realismus. Hulk ist einfach krass. Und damit beginnt reingeplatzt Nummer 2. Uh-oh, this doesn't look so good. What the hell do you think you're doing? What do you mean? Smashing into our barricade like that? Completely out of control. Are you crazy? I've got to talk to that Edgar kid. I don't think he wants to talk to you. And you can't get in while the power is out anyways. Die Generatoren des Kraftwerks sind überlastet. Drücke die Generatorenschalter, um den Generator einzuschalten. Alles klar. Hey, du! Jetzt gibt's erstmal die Fresse hier. Und, tat hoffentlich gut weh, Alter. Ich bin am Ragen. Ich bin am Ragen. Komm, du auch noch. Ein paar Schläge hier, komm. Fatz. Fatz. Boah, da gibt er mir, da gibt er mir. Nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht, aber komm, demütigen. Hier eine schöne Brennnessel verpasst. Dann kann der Städter sich mal verpissen hier. So, muss aufpassen von denen. Ah doch, die geben auch Beam-Colas. Tatsächlich, habe ich gedacht, von denen würde man keine kriegen. Aber man kriegt von denen. Nummer 1 ist damit aktiviert. Nummer 2 ist irgendwo da hinten. Da muss ich wahrscheinlich hier durchkriechen. Oh. Lass mich jetzt mal... kurz durchgekrochen und dann direkt auf die Fresse. So muss es laufen. Oh, was war das? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich trete hier weiter auf den einen und dann... Bam! Okay, hat nicht ganz gesessen. Bam, hat auch nicht gesessen. Egal. Nehmen wir den so. Ein paar Schläge. Auf den Boden. Knien die Nuts. Und dann denkt er sich, Hilfe, jetzt kriege ich niemals Kinder. Ist Jimmy Hopkins scheißegal. Er ist und bleibt... Ach verdammt, wenn die einmal in so einer Kombo haben, ne, dann sind das schon krasse Typen. Aber nichts gegen Jimmy. Da oben wahrscheinlich. Yep, Nummer 2. Aktivieren, kehre. Gehe zum... Ach, was für kehre? Gehe zum Red Star Gebäude. Alles klar, hier wieder durchkriechen. Mann, go, go, go. Wir haben keine Zeit dafür, dass du dich so hinkniest. Okay, ich gehe auf mein Skateboard. Tschüss. Muss ich da rein? Ich schätze mal, dass da drin dann irgendein Hebel ist oder so, mit dem ich das ausschalten kann. Ja, das sieht so aus. Drück den mal. Bahne dir einen Weg zur Chemiefabrik. Zur Chemiefabrik. Alter, was geht denn hier ab? Wieso verstecken die sich in der Chemiefabrik? Was ist... Omar. Okay, wir müssen also so einen gewissen Omar finden. Aber jetzt müssen wir erstmal den Dude hier platt prügeln. So, weg mit dir, Mann. Und Zoe rennt einfach weiter, ne? Man muss auch sagen, Russell opfert sich auch schon für uns auf, ne? Also er hat hier... Ist hier reingerast, hat keine Verletzungen gescheut. Und dann hat er auch noch,
Okay. Dann hat er auch noch die Bullen abgelenkt, damit wir hier ungestört unsere Sache machen können. Russell ist schon ein guter Freund. Kennengelernt in einem Loch, wo er uns verprügeln wollte, weil Gary ihm gesagt hat, dass wir seine Mutter beleidigt hätten. Dass sie mit Tieren schläft oder sowas. Aber nun ist er einer unserer besten Kumpanen geworden, mit Petey zusammen. Und Zoe hilft uns ja auch gerade sehr, sehr gut. Hier ein krasses Rätsel, das auf jeden Fall richtig schwer ist, weil einem ja alles angezeigt wird. So. Zack. Und jetzt können wir dahin, oder was? Und dann, wie sehe ich das? So, kurz mal auf mein Skateboard gesessen. Ich sag immer gesessen, weil ich irgendwie so an Fahrrad gewöhnt bin. Da wollte mich abwerfen hier mit dem Ziegelstein oder sowas. Ist mir egal. Ich denke, das ist erstmal schön auf die Fresse. Man tritt auf den Boden. Bienenkohle eingesammelt. Zack, zack, zack. Bam, auf den Boden. Bang. Oh, Jungs, es läuft. Ne? Wir haben hier die krassesten Moves. Also es lohnt sich schon auf jeden Fall. Gerade die Boxensache und so. Ich glaube, die hat sich super gelohnt. Weil stellt euch mal vor. Finde den Schalter, okay. Wir hätten die ganzen Upgrades nicht, dass unsere Stärke, dass unsere Schläge stärker sind und sowas. Ich glaube, dann wären wir, hätten wir, könnten wir schon Probleme haben. Aua. Oh, was hat das für... Müssen wir aufpassen hier. Egal, gibt es hier erstmal ein paar Schläge. Das Gesicht hier erstmal in die Kiste. Aua, eine Beam-Cola bekommen. Der ist down. Maximale Kapazität. Ja, ist gut. Hör auf den zu treten, sondern geh auf den anderen. Bam, auf den Boden. Nee, und auch Sport und sowas. Das hat sich schon alles gelohnt, denke ich mal. Dass wir hier so krass geworden sind. Bam. Kiss kaputt gemacht und dann weg, Alter. Wo ist denn der Schalter? Ich laufe einfach mal hier lang. Obwohl es wahrscheinlich gar keinen Sinn gibt. Vielleicht bin ich hier auch komplett falsch, aber nee, sieht richtig aus. Sieht richtig aus. So, Schalter drücken. Dann kann Zoe nämlich auch noch hinein. Um uns zu helfen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich... Nee, ich kann hier drüber springen, schätze ich mal. Ja. Ja, was heißt ja doch noch? Also ich bitte dich, so lange war das jetzt nett. Müssen wir hier lang oder? Zoe, ja, hier lang. Zoe weiß ja, wo es hier lang geht. Sie ist ja hier aufgewachsen. Nein, aufgewachsen nicht, aber sie lebt hier wohl schon seit ein paar Jährchen. Sieht man ja auch an, der kleinen Cracknote. Und da sind drei Gegner, sehe ich da. Okay. Stimmt, sie jetzt ihr Top hoch. Keine Ahnung. Sie hat wahrscheinlich doch ihr Top hochgezogen und deshalb sind die jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und wir sollen jetzt diesen Omar finden. Okay, müssen wir erstmal hier hoch, den ganzen Weg hoch. So. Omar! Da ist er, oder was? Oh, da hat er mich abgeworfen. Krasser Typ. Egal, für den gibt es jetzt noch die Fresse. Der hält bestimmt ein bisschen mehr aus als die anderen, deshalb gehe ich erstmal auf die anderen. Oh, da war er mich weggeschuckt. Egal, auf dem Boden mit dir und... Das tut weh, hoffe ich mal. Aua, aua. So, der ist down. Der erste ist schon mal down. Das ist schon mal super. Dann gehen wir auf den... Aua. Wir müssen aufpassen. Haben nicht so viel Leben. Vor allem, wenn sie dann blocken und der mich von hinten auch noch anschlägt, ist dann echt... Oh. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. So, den erstmal downtaken. Oh, der ist ausgewichen. Nee, du kriegst dein Knie in die Eier, du Wichser. Hast du verdient. Dann liegt der nämlich auch erstmal kurz. Dann können wir uns erstmal um den hier kümmern. Bam. Down ist er. Beam-Cola bekommen. Super. Den noch einmal in die Fresse geschlagen. Und dann gibt es hier richtig aufs Maul und Tritte in die Eier. Bam, Junge. Noch ein Uppercut. Und dann haben wir die Code-Karte bekommen. Und können jetzt zum Eingang der Fabrik gehen und in die Fabrik steigen, um Edgar zu finden. Suche in der Chemiefabrik nach Edgar. Edgar! Edgar! Wo bist du? Edgar! Edgar! Codekarte durchziehen. Edgar! Bleib doch da! Folge Edgar. Muss ich dafür runter? Ja, ich muss dafür runter. So. Zack. Wow. Oh, was ist das für eine Sicht? Kannst du bitte aufhören, die Sicht zu komisch... Das ist echt eklig. Ich weiß gar nicht, wo ich lang... Ach, kriechen. Ja, mach. Das ist echt eine ekelhafte Kamera gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Dann kriechen wir mal hier durch. Ich hoffe mal, dass es in etwa der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Nee, sieht mir so nicht so aus, oder?
hier wahrscheinlich drüber, oder? Ja, da kann sich der Ballettunterricht damals von Jimmy Hopkins mal ausbezahlen hier. Dass er so einen krassen Gleichgewichtssinn hat. So, hat geklappt. So, hier kommen wir. Doch, hier gibt es eine Leiter. Wunderbar. Und runter. So. Nicht runterfallen, Jimmy. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das gibt. Würde ich jetzt eigentlich nicht riskieren, weißt? Und da hinten ist nämlich auch die Leiter, mit der wir dann zum Aufzug kommen. Dort müsste dann ja irgendwo der liebe Edgar sein. Oh, komm, Jimmy, geht es nicht ein bisschen schneller hier? Also, dein Ballettunterricht mag sich zwar auszahlen, aber schnell kannst du es trotzdem nicht. Ist schon schwach von dir. So, und runter. Edgar! Wo ist er denn? Oh, was macht der denn da? Halte LT, um Edgars Angriff mit dem Schild abzuwehren. Okay, mache ich. Aber das war jetzt nicht so gut, Edgar. Du kannst noch mehr Schilder von der Wand reißen. Okay. Geht dann irgendwann sein Röhrchen kaputt oder so? Sein Röhrchen. Sein Rohr. Hoffe ich doch eigentlich mal. Ja, es verbiegt sich sehr stark schon. So, komm. Und nochmal ein. So, jetzt ist sein Rohr nur noch halb da. So, Edgar. Oh, jetzt lässt er seinen Rohr in Ruhe. Oh, da kann. Oh, mit dem Schild hier. Holt er sich jetzt nochmal ein Rohr? Ne, verpisst. Oh, oh. Er verpisst sich. Krasser Typ. Tür auf. Und dann runter mit dem Schild noch in der Hand. Wer weiß. Oh, er hat sich schon wieder so ein scheiß Rohr. Habe ich mein Schild noch? Ja. Diesmal muss ich Edgar aber damit angreifen. So, ich gehe mit dem Schild ein bisschen drauf, Junge. Das gefällt mir. So, jetzt ist unser Schild leider kaputt, aber wir holen uns selber ein Röhrchen. Röhrchen hört sich so falsch an. Oh, der hat mich aber hier gut down. Hat das Röhrchen noch in der Hand gehabt. Ich sollte auf ein Röhrchen zu sagen. Das ist so eine viel zu sehr von der Verniedlichung. Aua, Alter. Okay, hat aber keine Ausdauer mehr jetzt. Alter, nee, so geht es nicht. Ich muss mir mein Rohr holen. Alter, das ist... Wir machen ihm schon gut Damage auf jeden Fall. Das rennt uns hinterher. Wir warten einfach, bis er keine Ausdauer mehr hat. So wie bei allen Bossfights eigentlich. Treffen sollte ich ihn halt schon. Kann ich damit auch blocken? Ja, er blockt damit auch. So, ist es gut? Also wenn ich blocke, kriege ich dann gar keinen Schaden? No, dann gibt es hier einen richtigen Fight. Boom, Junge. Bam, tritt in die Eier, die du verdient hast. So. Bam. Ich kann ihn demütigen. So, jetzt gibt's hier Bachelor. Bachelor links, Bachelor rechts und geht down, Junge. Tritt in die Eier für dich. In die Eier. Ich bin schon ein bisschen aggressiv in dem Let's Play, ne? You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Oh, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we'd make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing, two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Und damit haben wir Edgar, einen Städter, auf unsere Seite gezogen. Und Gary steckt also tatsächlich, wie PD es schon von Anfang an gesagt hat, hinter der ganzen Sache. Städterrespekt plus 100. Die Städter lieben uns. Sie liegen uns zu Füßen. Und Jimmy Gard, der Motherfucking der Dominator Hopkins, ist ready to go. Aber erst im nächsten Part. Ich würde sagen, den Part jetzt hier sind zwar erst 24 Minuten, aber ich halte mal ein kürzerer Part. Das darf ja mal Oma sein, ne? Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schaut in die Playlist und den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann die Mission machen, die da links stattfindet. Peace up und haut rein!